bist gestern hier angekommen. Wie war so dein erster Eindruck? Ja, eigentlich sehr gut. Ich habe es geschafft, bei schönem Wetter noch kurz durch Berlin zu fahren. Und da fährt man aus Berlin raus und dann seid ihr schon groß angeschrieben. Also es war nicht zu verfehlen. Nee, eigentlich tolle Reise gehabt hierhin. Sofort alles gefunden. Und bei dem Wetter ist es natürlich richtig schön, da bei euch anzukommen. Eine schöne Stadt kennenzulernen. Also mich hat es sofort begeistert. Hat auch alles geklappt bis jetzt. Also organisatorisch Kompliment. Großes Dankeschön. Du bist das erste Mal hier? Ja, richtig. Die FIS führt ja hier ein Trainingslager für Nachwuchsspringer in Duisburg. Was ist das Ziel dieses Trainingslagers? Ja, es gibt verschiedene Nationen innerhalb der FIS-Familie, die einfach nicht so gute Möglichkeiten haben zum Trainieren. Und die versuchen wir zusammenzunehmen, versuchen ein Camp zu machen. Bestenfalls mit einem Wettkampf zum Schluss des Campers, so dass sie sich einfach austauschen können, so dass sie auch untereinander trainieren können und sich so entwickeln können. Das ist so ein bisschen das Ziel. Wir haben jetzt hier doch Nationen. Gestern sind die Ukrainer mit mir zusammen angereist. Es ist natürlich schön zu sehen, dass sie überhaupt aus ihrem Land raus dürfen und vielleicht ein paar Stunden mit Freunden zu verbringen und so auch ein paar andere Gedanken einzuheimsen. Und wir versuchen natürlich auch auf Sprunganlagen, die wir vielleicht nicht aus Farb- und Fernsehen kennen, sondern eigentlich die für sie auch gut erreichbar sind, Camps anzubieten, mit dem Ziel, viel Skispringen, viel zu trainieren, viel auch neben der Schanze Erfahrungen zu sammeln und Netzwerk zu machen, Netzwerk zu betreiben. Zum Schluss noch die Frage, wie ist dein offizieller Titel? Oh, ich habe eigentlich gar keinen offiziellen Titel. Ich darf das für die FIS ein bisschen koordinieren. Wir haben noch zwei Trainer, die dann für Skisprung und für nordische Kombinationen die ganze Arbeit machen. Das ist der Sandro Sambugaro und der Paolo Bernardi, beides Italiener, beides sehr gute Trainer, erfolgreiche Trainer, die sich dann hier wirklich um die Kids kümmern und versuchen auch hier Wissen da weiterzubringen in die verschiedenen Nationen.